Hallo ihr Lieben, hier ist Nathalie mit euren Wochenkarten vom 6. bis 12. Oktober. Das Reading für letzte Woche musste leider aus reisetechnischen Gründen ins Wasser fallen. Da war ich ein bisschen viel unterwegs, aber diese Woche wieder da mit drei neuen Karten aus Doreen Virtues Heilengel Deck. Und wie immer kam da eine ganz schöne Nachricht für euch, und zwar grundsätzlich schon mal ist es für die Woche ganz wichtig für euch, dass ihr euch damit arrangiert, euch eurer inneren Führung zu widmen und der auch zu glauben. Sie sagen, das, was ihr fühlt, was richtig ist, das, was ihr als angenehm empfindet, als Weg für euch selber, das, was ihr durch viele verschiedene Arten und Weisen innerlich vernehmt sozusagen, was ihr da als nächstes tun solltet, welche Entscheidungen ihr treffen sollt, welche Ideen ihr weiterverfolgen solltet. Das ist wahr, das ist richtig. Also ihr könnt euch da ganz auf euch selbst und auf euer Gespür und auf eure Intuition verlassen. Wenn ihr euch mit irgendeiner Entscheidung wirklich gut fühlt, ist das der beste Indikator, dass ihr da eure innere Führung vernommen habt. Ja, wenn ihr euch dann aber nicht sicher seid, dann versucht nicht krampfhaft irgendwie an die Wahrheit zu kommen, beziehungsweise an irgendeine Führung zu kommen, sondern entspannt euch, sagen sie. Es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass ihr das jetzt nicht dann allzu verbissen betreibt, rauszufinden, was ist jetzt richtig und ist das jetzt richtig, was ich mir da so denke, und ist das jetzt auch wirklich genau das, was da aus meinem Inneren kommt, oder ist das dann doch lieber mein Verstand? Wenn ihr euch total entspannt und wenn ihr wirklich sagt, so, ich weiß, die geistige Welt, sprich das Gesetz der Anziehung, bringt mir definitiv, wenn ich mich entspanne, auch die richtigen Zeichen und die deutlichsten Zeichen, die ich vernehmen kann, dass ich dann auch wirklich mich bestätigt fühlen kann. Ja, also geht da wirklich mehr in Kommunikation mit euch selbst und mit eurem höheren Selbst, und das rührt sich dann auch, und zwar deutlich. Ihr wisst ja, da sind sie sehr, sehr kreativ im Überbringen von Bestätigungen und Nachrichten und Zeichen. Lasst euch da einfach überraschen, und je entspannter ihr dabei seid, desto klarer kommen auch die Antworten, beziehungsweise kommt, wird auch eure innere Stimme desto deutlicher. Ja? So, als nächstes war dann noch die neue Liebe da, und die spricht davon, dass in bestehenden Beziehungen neue Liebe oder eine Welle von neuen Gefühlen oder schönen, sehr angenehmen, liebevollen Gefühlen auf euch zukommt, was ja sehr schön ist, dass ihr letzten Endes auch dadurch, dass ihr euch darauf konzentriert, auf die Liebe konzentriert, auf eure eigenen liebevollen Gedanken anderen Menschen gegenüber konzentriert, entspannt ihr sehr. Und ihr seid einfach freier im Kopf, sagen sie jetzt, um euch wirklich dann auch aufzumachen für die Informationen, die da aus eurem Inneren kommen. Das trägt auch sehr dazu bei. Also lasst euch da mal so richtig schön drauf ein. Konzentriert euch wirklich drauf, liebevolle Gedanken zu senden und auch zu empfangen. Auch da sehr unverbissen natürlich, sondern einfach so ganz natürlich. Sie sagen, dass es auch so ist, dass wenn ihr alleine seid, also falls ihr irgendjemanden suchen solltet als Partner, dann kommt da auch was Neues auf euch zu. Auch grundsätzlich, wenn sich da für euch eine Verbesserung eurer Beziehungssituation anberaumen sollte, weil euch das sehr, sehr gut tut oder weil ihr das bestellt habt auf bewusster oder unbewusster Ebene, dann wird es auch da neue Gelegenheiten für euch geben. Seid da also mal ganz offen, und wie gesagt, dieser Schwall an Liebe, der da auf euch zukommt, der ist sehr, 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 sehr zuträglich für das, was ihr euch wünscht, und auch sehr zuträglich für Heilung, die passiert. Und die dritte Karte, eine meiner Lieblingskarten aus dem Deck, ist die Heilung, spricht ja davon, dass manche Situationen, die euch Kummer bereitet haben, die euch
wie soll ich sagen, schon lange beschäftigen mitunter, die euch Sorgen bereiten, Zweifel bereiten, die körperlich, geistig, situativ irgendwie auf euch ja nicht so schön eingewirkt haben, die heilen jetzt. Also da ist wieder irgendwas dran, dass es geheilt wird. Da sind Problemlösungen am Horizont, da sind einfach Konflikte, die bereinigt werden am Horizont und einfach auch körperliche Beschwerden, die wundersam sich in eine sehr, sehr gute, positive Richtung bewegen und zur Gesundung führen. Das alles ist am Horizont für euch und darüber dürft ihr euch jetzt sehr, sehr, sehr freuen, über Rückmeldungen von euch, was das gewesen sein könnte oder was ihr da vielleicht für kleine Historien oder Geschichtchen zu erzählen habt. Freue ich mich sehr. Und habe unten in meinem Kasten unter dem Video auch meine Adresse stehen für diverse Kontakte und Nachrichten. Viele wissen das ja schon, freue mich da sehr über eure Nachrichten, auch über eure Anfragen für persönliche Readings und ja, Grüße aller Art. Freue ich mich sehr. Ich wünsche euch eine super, super schöne Woche, eine heilsame Woche, eine liebevolle Woche, eine sehr kommunikative Woche mit eurem Selbst und freue mich dann auch wieder auf nächste Woche und auf euch. Da bin ich auch wieder im Lande und kann auch ganz normal wieder Videos hochladen. Freue mich sehr und freue mich auf euch. Alles Liebe bis dahin. Tschüss.